Lübbe Audio präsentiert Nacht über den Wassern nach dem Roman von Ken Follett. Es spricht Udo Schenk. Es war das romantischste Flugzeug, das man je gebaut hatte. An dem Tag, an dem der Krieg erklärt wurde, stand Tom Luther um 12.30 Uhr im Hafen von Southampton. Er spähte zum Himmel und wartete ungeduldig und voller Unruhe auf das Flugzeug. Immer wieder summte er ein paar Takte aus dem ersten Satz von Beethovens C-Moll-Konzert vor sich hin. Eine mitreißende Melodie und so passend kämpferisch. Eine Menge Schaulustiger hatte sich ringsum eingefunden. Flugzeugbegeisterte mit Feldstechern, kleine Jungen und viele Neugierige. Es war jetzt bereits das 9. Mal, dass der Pan American Clipper in der Bucht von Southampton landete. Aber der Reiz des Neuen hielt immer noch an. Dieses Flugzeug war so faszinierend, so aufregend, dass die Leute sogar an dem Tag herbeiströmten, an dem ihr Vaterland in den Krieg eintrat. Tom Luther allerdings war kein Engländer, sondern Amerikaner. Und er hoffte, sein Land würde sich aus dem Krieg heraushalten. Amerika hatte nichts damit zu tun. Außerdem konnte man den Nazis immerhin zugutehalten, dass sie den Kommunismus bekämpften. Luther war Geschäftsmann. Er stellte Wollstoffe her und hatte früher in seiner Fabrik eine Menge Schwierigkeiten mit den Roten gehabt. Sie hatten ihn fast in den Ruin getrieben. Doch das hatte sich geändert, als er Re Patriarca kennengelernt hatte. Patriarcas Leute wussten, wie man mit Kommunisten verfuhr. Plötzlich ereigneten sich Unfälle. Einem geriet die Hand in eine Webmaschine. Ein Betriebsrat kam bei einem Unfall mit Fahrerflucht ums Leben. Das sprach sich schnell herum und nach ein paar Wochen gab es keine Unruhen mehr. Patriarca war sich in einem mit Hitler einig. Kommunisten mussten wie Ungeziefer zertreten werden. Ein Boot überquerte vom Imperial Airways Flugboot Pier aus die trichterförmige Flussmündung bei Hythe und fuhr mehrmals die Wasserungsstelle ab, um sicherzugehen, dass kein Treibgut auf dem Wasser schwamm. Aufgeregtes Gemurmel wurde unter den Schaulustigen laut. Das Flugzeug musste nun jeden Augenblick kommen. Zunächst konnte Luther nur vage etwas erkennen, das einem Vogel ähnelte. Doch schon bald nahmen die Umrisse Gestalt an. Und eine Woge der Aufregung ging durch die Menge. Bei diesem Flugzeug, das alle nur den Clipper nannten, handelte es sich um eine Boeing 314. Pan American hatte Boeing damit beauftragt, ein Flugzeug zu bauen, das Passagieren bei einem Flug über den Atlantik allen nur denkbaren Luxus bot. Das Ergebnis war sensationell. Gewaltig, majestätisch, kraftvoll motorisiert, ein wahres Traumflugzeug.